Oh Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, wir sind kurz vor Gaia Panorama. Gaia Prime. Ja, die Basis, wo Hades. Gut, das kann ich gut gebrauchen. Ne, Hades ist da ja gar nicht, da ist nur die Masterüberbrückung, oder? Habe ich das falsch verstanden? Ja, ich glaube, so war die Quest. Ja, die Masterüberbrückung haben wir auf der Agenda stehen. Und letztens haben wir den mega heftigen Sturmvogel umgebracht. Ich dachte, wir tun uns schwerer, aber mittlerweile sind wir schon so OP mit unserem Equipment, das ist einfach nur so krass. Wir brauchen diese Ober-Mega-Barbo-Schildrüstung, die alle anderen coolen Kids haben, nicht. Die brauchen wir gar nicht, da verzichten wir gern drauf. Denn wir sind schon so krass. Was ist das? Was leuchtet da so böse? Was ist das denn? Ach so, da scheint was heraus. Ich dachte, was ist das denn? Wo sind wir denn hier gelangt? Da scheint was raus. Ich will da rein. Ich will da rein. Aber ich hab Schiss. Also rein theoretisch kann ich mich mal vollhalten. Ich will die Heiltränke nicht verschwenden, das ist das Problem. Ich laufe wahrscheinlich auch die ganze Zeit an Heilungsblümchen vorbei, habe ich sogar das Gefühl. Aber egal. Gaias Selbstopfer. Hat das bewirkt? Den ganzen Berg von innen heraus platzen lassen? Ja, ja. Schnell jetzt. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Du wirst sehen. Alles klar. Toll. Toll, 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 toll. Ich sehe Jump'n'Runs. Danke dir. Cool. Du hast einen Kletterpfad vorbereitet, wo eine Armee von Maschinen auf mich wartet? Seit wann sind Maschinen ein Hindernis für dich? Wenn du fliegen könntest, hätte ich nicht mal den Kletterpfad gemacht. Tja, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht. Silence, du hättest mir 3 Donnerkäfer hinstellen können, wäre ich glücklicher gewesen wie damit, mit diesem Kletterpfad hier. Das ist, nee. Nicht runtergucken. Das ist, nee! Mhm. Gib mir 25 Donnervögel oder Sturmvögel, wie du die nennen willst. Aber nicht so ein Kletterpfad, ihr wisst, wie ich mit Jump'n'Runs umgehe. Am besten gar nicht. Wir sind keine Freunde, ich und Jump'n'Run. Wir sind erbitterte Feinde. Hier geht's rein. Gaia Prime. Bunker entdeckt. An genau so einem Ort habe ich mir dich immer vorgestellt, Silence. Danke. Es ist eine von vielen Werkstätten, die ich im Laufe der Jahre gebaut habe. Alles klar, Silence, hey. Achso, ja. Da war ja Reden dreieck. Seit Jahren versuche ich, hier hineinzukommen. Ich bohrte, ich brannte, ich sprengte. Doch wir wissen beide, dass du das schaffen wirst. Das klingt, als sollte ich mich entschuldigen. Aber nein. Ich kam nie darauf, es nicht mit Kraft zu versuchen, sondern mit einem Schlüssel. Einen in menschlicher Form. Der Mangel an Fantasie lag an mir, nicht an dir. Also wenn man die Tür nicht sprengen kann, das ist doch auch nur Metall. Die sollte man doch sprengen oder aufbohren können. Obwohl mit den Mitteln, die diese Steinzeitmenschen, wie ich sie mal bezeichnen, hier haben... Also Steinzeitmenschen im Gegensatz zu unserer Zeit hier. Also für die wird es wahrscheinlich doch etwas schwerer werden, obwohl die haben Sprengstoff. Wir haben doch Bomben und so weiter, also wenn das damit nicht möglich ist. In größerer Menge, besser gesagt. Wann bist du gekommen? Du hast hier wohl viel Zeit verbracht. Vor 19 Jahren zerstörte eine Explosion diesen Berg. Gaias Tod, deine Geburt. Das Echo war bis ins Anrecht zu hören. Asche verdunkelte den Himmel. Wie ängstlich sie in Meridian versuchten, das Omen zu deuten. Der Krater brannte wochenlang, aber danach war ich unter den Ersten, die hineinsahen. Mit der Zeit kamen die Maschinen, um ihn zu beschützen. Praktisch. Bald wagte sich niemand mehr her. Außer mir. Gaia sagte, dass wir sie reparieren könnten, aber bei dieser Verwüstung, wie soll das gehen? Sie sagte, die Reparatur darf erst stattfinden, wenn Hades zerstört ist. Ich stimme zu. Wenn das Terraforming-System wieder läuft, könnte Hades es als Waffe einsetzen. Durch Gaias Opfer musste er sich Wege suchen, die für ihn weniger bequem sind.
Aber geht das überhaupt? Ein Wiederaufbau von Gaia? Du weißt, wozu die Brutstätten fähig sind. Dass sie alle Technologien erzeugen können, um Maschinen zu bauen. Nach dem gleichen Prinzip müsste es ihnen möglich sein, Technologien zu erzeugen, um Gaia zu reparieren. Aber das dauert Jahre. Und uns bleiben nur noch einige wenige Stunden. Wieso wenige Stunden? Wieso wenige Stunden? Warum? Ich dachte, dieses Mal wärst du wirklich hier. Körperlich hier. Warum? Meine Anwesenheit ist unnötig. Du kommst auch ohne meine Hilfe durch die Tür. Du wurdest dafür geboren, nicht ich. Oder besser gesagt, du willst nichts riskieren. Du hast Schiss. Kleiner Schisser. So, wir gehen rein. Es wird Zeit, Zugriff. Reinzugehen. Ja. Wenn du die Master-Überbrückung findest, hast du auch die Macht, Hades zu besiegen. Alles hängt jetzt von dir ab. Alles klar, alles klar. Trotzdem, ich glaube, der Tulli hat Schiss. Der Dulli hier hat Schiss. So. Lass mich rein. Ich bin die Auserwählte. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Danke dir, danke dir, danke dir. So. Eine weitere Brutstätte. Ohne ist keine Brutstätte, ein weiterer Bunker der Alten. Unserer Zeit, besser gesagt. Nee, das übersehen wir nicht. Nee, wir hören uns das trotzdem an. Ankunftsprotokollierung Shen Mago. Mhm. Willkommen in der Eishölle. Bevölkerungszahl 10. 11, wenn man Gaia mitzählt. Zähl deine Hühnerembryos nicht, bevor sie ausgebrütet sind, Schätzchen. Wir haben sie noch nicht angeschmissen. Es wird noch dauern, bis du dein Omelette essen kannst. Pass auf, wo du hintrittst. Ich bin Veganerin, Travis. Man sollte denken, dass dir das in der langen Zeit in der Geheimbasis mal aufgefallen ist. Eigentlich sollten wir erst in 3 Wochen hier einziehen. Ist dir klar, dass ich gerade 350 Kilo Schundliteratur im Transit verloren habe? Moment mal, physische Medien? Warum hast du sie nicht digitalisiert? Nichts geht über das Gefühl, physische Medien in den Händen zu halten. Und hier drin werden wir nicht allzu viel anderes berühren. Ich wollte mir die Zeit damit treiben, sie zu aktivieren. Was ist mit dir? Mit mir? Ich werde wohl arbeiten. Meine Aufgaben werden mich gut 3 Jahre lang beschäftigen. Da ist noch viel Feinschliff nötig. Und danach, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das wirst du noch. Bist wie alt? 30? Dann wirst du wohl hier am Ende das Licht ausmachen. Stoff zum Nachdenken. Was, Veganerin? Du wirst mich noch ewig nerven. Nein, nicht ewig. Nur den Rest deines Lebens. Ja, ist ja auch ein sehr, sehr großer Unterschied, ewig oder der Rest deines Lebens. Was würdet ihr wählen? Schreibt es in die Kommentare. So, ich wollte hier extra nicht runtergehen, weil dann... Vielleicht wäre da was passiert, was das alles unterbrochen hätte. Das will ich nicht. Nee. Ich will hier nicht nochmal... Geh da rüber. Wow! Ach Gottchen. Mach mich schwach hier auch noch. Oh nein! Ey, Leute. Mach das nicht mit mir. Danke. So. Ich will auf keinen Fall etwas übersehen. Ich will ja alles mitnehmen. Zwar werde ich nicht jedes Textdokument vorlesen, vielleicht werden wir dazu ein Let's Read machen. Wenn ihr Bock habt, ab in die Kommis damit. Was ich heute alles von euch verlange, das ist ja... Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wow. Was hier so ist. Das sieht ziemlich versteckt aus. Und ich habe gerade, glaube ich, gleich eine Ahnung. Ja, ich wusste es. Ich wusste es! Eine Energiezelle, die ich schon gefunden habe. Kam mir bekannt vor. Ich muss dieses Rätsel lösen. Mhm, ist okay. Viel Stück haben wir jetzt eigentlich schon. Ja, so viel dazu. Wir brauchen die Super-Mega-Rüstung nicht. Aber wir nehmen trotzdem die Energiezellen mit. Ja, wo sind die Energiezellen denn drin? Eigentlich bei Spezialobjekten normalerweise, oder? Aber hier sind keine Energie. Sind das Energiezellen? 4 Stück haben wir, brauchen 5. Das heißt, uns fehlt nur noch die eine, einzige. Dann könnten wir uns die Super-Mega-Barbo-Rüstung holen. Okay, wir werden sie trotzdem holen. Wir werden sie zwar nicht immer anhaben, aber wir werden uns sie trotzdem holen. Einfach, weil wir es können. So.
Jetzt müssen wir eigentlich aber irgendwie wieder hochkommen, das ist das Problem. Kommen wir hier drüben denn wieder hoch? Dann macht das Sinn, dass ich hier gerade runtergehe? Will ich hier runter? Ich will wieder hoch, glaube ich, ne? Ich will da wieder hoch! Darf ich nicht! Wohin hätte ich mich denn abgeseilt? Da runter. Alles klar. Das soll wohl mein Weg hinüber sein. Das soll dein Weg hinüber sein? Ich weiß nicht, ob das die allerbeste Idee ist, ey, Leute. Oh. Ey, Leute! Jetzt mach mich schwach, Fräulein. Nein! Seit 19 Jahren, oh. Oder? Naja. Nicht antworten. Ach du Scheiße. Oh, das ist so mega geil gemacht. Dieser Ort hier ist so krass. Ich hab Bock drauf. Oh, das wäre geschafft. Ach echt? Schade, ich hab's genossen. Ich bin ein mega Fan von Jump'n'Run. Ein so großer Fan. Ich könnte mir alle Staffeln der Serie Jump'n'Run kaufen. Gibt's eine Serie, die Jump'n'Run heißt? Egal. Oh shit! Aua! Einfach mal Stein hingeworfen. Ich drehe mich gerade heute ziemlich schnell. Ich bin ein bisschen hektisch unterwegs heute, kann ich sagen. Vielleicht den Schacht hinauf? Ah ja, warte kurz. Vielleicht zu öffnen? Ja. Den Schacht hinauf. Hier ist kein Schacht. Welcher Schacht denn, Aloy? Hallo Chineas. Ich kann ja auch nirgends hier hoch. Doch, kann ich. Nee. Ich will da rüber. Nee. Nee, akzeptiere ich nicht. Ich will da. Ey, Leute. Ich muss es tun. Habe ich noch erzählt, dass ich Jump'n'Runs liebe? Also, ich vergöttere Jump'n'Runs. Ich bin so ein richtig riesiger Fan von Jump'n'Runs. Was gibt es denn Schöneres in Videospielen als Jump'n'Runs? Wo man sich nicht zu Tode in die Tiefe stürzen kann. Das wäre doch so langweilig ohne diese schönen Jump'n'Run-Einlagen. Ich meine, was hätte man denn sonst? Wenn sie geliebt haben, ist nicht viel übrig. Einst war dies alles von Stein und Metall umschlossen. Damals, in alten Zeiten, vor Jahrhunderten. Hi. Die Evakuierung ging so schnell. Es blieb keine Zeit, alles zu durchdenken. Keine Zeit, Abschied zu nehmen. Es gab lange Schlangen in der medizinischen Abteilung. Ich sagte Tom Peck, ich wäre bei ihm, wenn er unters Messer kommt. Aber da war diese letzte Ladung von Paradiseide-Zygoten, die ich noch fertig machen konnte, wenn ich mich beeilte. Ich bin immer noch wütend, dass er mich zwang zu wählen. Wütend auf mich selbst, weil... Tja, er starb allein. Und die verdammten Paradiesvögel konnte ich auch nicht retten. Jetzt bleibt mir alle Zeit der Welt, um nachzudenken. Gaia Prime ist versiegelt. Das Elysium ist versiegelt. Alle sind sicher. Es ist nur wenige Meilen weit weg, aber es könnte ebenso gut am anderen Ende der Galaxie sein. Die Betas und Gammas und das Betreuungspersonal. Sie leben ihr Leben. Wenn ich kein Alpha wäre, wenn es anders gelaufen wäre, könnte ich dort sein. Stattdessen verbringe ich den Rest dieses unnatürlichen Lebens hier. Mit Leuten, die ich nicht mal mag. Und ohne den Menschen, mit dem ich gerne mein Leben geteilt hätte. Wenn es möglich gewesen wäre. Vor 2 Stunden habe ich die letzten ausführbaren Programme abgesegnet. Und jetzt bin ich schon verbittert und meckere in diesem Fokus. Darüber sollten zukünftige Generationen mal nachdenken. Oh ja. Ich dachte, das kann ich scannen. Wofür ist das? Kann ich hier etwa irgendwo hoch, oder? Wofür ist dieses Eck? Egal. Ich hoffe, ich übersehe hier nichts. Ich bin auch schon wieder so im Gedanken versunken.
Was ist das für eine Hintergrundmusik gerade? Das ist neu, das ist viel metallischer als das. Oder viel mehr elektronischer als das restliche Zeug, das man hier eigentlich in Horizon hört. Jetzt nach oben, dann werden wir uns erstmal hier umgucken, wo wir nicht reinkommen. Ach ja, okay, dann gehen wir nach oben. So. Hier ist nichts, alles klar. Gibt es noch irgendwo noch hier ein Sprachdokument oder so? Textdokumente wären auch okay für das kommende. Zimmer. Ich war. Sie konnte nicht einmal auspacken. Das sind ihre Tagebücher. Elisabeths Tagebücher. Und sie sind alle zerstört? Scanne sie. Der Fokus kann sie wiederherstellen, aber das dauert. Für uns ist er ein mächtiges Gerät, aber sein Antrieb ist winzig und eingeschränkt. Wie lange dauert es? Tage, Wochen, Jahre. Kümmere dich darum, Hades aufzuhalten und die Zukunft zu verlängern, dann lebst du vielleicht lange genug, um sie zu hören. Okay, alles klar. Wie das hier wirklich alles zerrissen wurde, und zwar alles. Hier ist nichts mehr übrig von dem Bunker. Geil, hat sich wirklich selbst zerstört. Aber wirklich komplett zerfetzt. Hier kommen wir nicht weiter, ne? Ist das eine Lüge oder ist das eine Tatsache? Das ist eine Tatsache, wie es aussieht. Okay. Ich komme da aber nicht durch, oder? Ich komme auf die Karte. Weil ich so gut bin, gucke ich mal auf die Karte. Ich muss da hinüber. Aber wie? Sag mir doch auch mal wie, liebes Spiel. Du kannst mich doch nicht nur vor veränderte Tatsachen stellen. Das ist hier ein Labyrinth. Hier geht's ja auch nicht weiter. Aber da oben war Sackgasse. Da oben war einfach Sackgasse. Oder irre ich mich da? Ich glaube, ich irre mich nicht. Aber ich hoffe, ich irre mich nicht. Ich glaube, wir haben unseren Weg gefunden. Da komme ich aber nicht durch. Ah! Ne, komme ich nicht durch. Ne, geht nicht. Die Türen sind verschlossen. So. Haben wir denn hier Glück? Nein, haben wir nicht. Aber hier sieht es so aus, als wären wir hier noch nicht gewesen. Oder sind wir hier schon? Jetzt sind wir schon gewesen. Ja, yep, hier sind wir schon gewesen. In diesem Raum. Ja, sind wir. Alles klar, hier müssen wir weiter. Ja, yep, ich habe mich schon gewundert, warum dieser Ausgang hier ist. Aber hier kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir eindeutig nicht weiter. Ich muss da hoch. Nur wie? Wie verdammt? Kann ich den hier vielleicht irgendwo hoch? Macht das Sinn, was ich hier mache? Jo, nee, eigentlich nicht. Ich muss da rüber, verdammt. Scheule! Danke dir! Tja, wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Übrig gelangt ist, um Kartenbereiche freizulegen und Maschinenareale zu entdecken. Haben wir nicht alle schon lange Hälse eigentlich schon? Ich glaube, wir haben alle lange Hälse, oder? Wenn nicht, fehlt uns nur noch eine. Aber ich glaube, wir haben alle. Jetzt sind wir wieder hier ganz oben. Jetzt sind wir hier. Alles klar. Was? 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 Ist das fucking ernst? Müssen wir jetzt nochmal hochlaufen zu... Ernsthaft? Ey, spring, du Pisskuh! Nee! Warum gibt's in diesem Spiel kein Quicksave? Mann! Jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal hochlaufen, oder wie? Zu diesem blöden Zimmer von der lieben Dr. Sobek. Mann! Nee, das ist ätzend. Das ist jetzt ätzend. Nee. Das unterstütze ich nicht. Nee. Das Spiel hat jetzt wirklich ein Manko. Das Spiel hat einen Fehler. Etwas, was ich nicht unterstütze an diesem Spiel. Und das ist neu. Liebes Spiel, selbst schuld. Du warst mein perfektes Spiel. Doch jetzt. Ernsthaft? Aloy! Gut, dann gehe ich halt da drüben hoch. Ist auch okay. Reis Interesse. Haben wir jetzt denn schon. Oder besser aus Sicherheit. Haben wir denn. Die Zelle. Ja, die Zelle haben wir. Ah, boah, das ist. Nee, das ist ätzend. Das ist ätzend.
Da hat das Spiel wirklich ein deutliches Manko bekommen. Ah, jetzt sind wir wieder hier oben. Okay. Ich bin im Kreis gel... Ja! Okay. Laufen wir halt im Kreis. Auch okay. Wie hoch das einfach ist. Wir werden uns nicht entmuschigen lassen. Wir werden einfach weitermachen. Tun so, als wäre nichts geschehen. Deswegen fuckt ein Tod in Horizon wirklich ab. Wo bin ich denn letztens hier weitergekommen? Ne, ernsthaft jetzt? Darunter, oder ne? Ja, darunter. Hier runter jetzt. Okay, wir machen das ein bisschen risky. Ich will die verlorene Zeit irgendwie gut machen. Ich bin doch nicht hier. Muss man denn auch die ganze Videosequenz jetzt nochmal ansehen? Ich glaube, die kann man skippen. Vielleicht kann man Videosequenzen skippen in diesem Spiel. Ich meine, ich habe noch nie eine geskippt, weil ich noch nie in die Lage gekommen bin, etwas skippen zu müssen, aber... Was überlebst du, ey? Keine Sorge. Ach ja, wir mussten ja hoch. Mann! Liebes Spiel, halt dich fest. Ey, Leute, du kannst dich da... Du konntest dich doch letztens auch festhalten, ne? Mann, ey, Leute. Hältst du dich halt hier fest? Wenn dir der Pfropfen lieber ist, bitteschön. Ich will dich da so nix drängen. Ey, Leute. Du kannst noch eins höher. Das ist nicht die Welt, dass du jetzt noch eins höher gehst. Und noch eins. Komm. Ey, Leute, ziehst du dich bitte. Ja, okay. Gib mir bitte Stange. Ach, komm. Oh, nein. So, weiter. Komm, Speedrun. Ich würde noch einen Zeitraffer reinmachen. Aber nein, das lassen wir in diesem Projekt. Das habe ich damals schon gesagt. Ich würde das in diesem Projekt lassen. Hier ist die Sackgasse wieder, die wunderschöne. Zeitraffer würde ja auch mega lustig aussehen. Wenn ich hier durch die Gänge speede hier, laufen wir in den nächsten. Hier geht es eigentlich noch weiter. Nee, das ist auch eine Sackgasse. Ah, komm. Wir laufen in die nächsten Sackgassen. So, dann hier hoch. Dann weiter hier hoch. Oh ne, oder? Okay, das mit der Sobek, das war schon abgehakt. Also die Sequenz kriegen wir nicht nochmal. Alles klar. Okay, das ist ja wenigstens schon etwa. Doch, kriegen sie doch noch. Sie konnte nicht einmal auspacken. Das sind ihre Tage. Ich kann die überspringen. Der Fokus kann sie wiederherstellen, aber das dauert. Für uns ist er ein mächtiges Gerät, aber sein Antrieb ist winzig und eingeschränkt. Aha. Wie lange dauert es? Tage, Wochen, Jahre. Kümmere dich darum, Hades aufzuhalten und die Zukunft zu verlängern, dann lebst du vielleicht lange genug, um sie zu hören. Ja, okay, hat Silence. Leute, ich würde erst mal sagen, das war's für die heutige Folge von Horizon Zero Dawn. Wir sind schon lange genug dabei. War ein bisschen blöd, dass wir gestorben sind. Das hat mir richtig abgefuckt. So ist fucked up, dass es kein Quicksave gibt. Dass er nicht. Bei jeder Zwischensequenz, bei der Silent-Sequenz gerade, die wir gerade übersprungen haben, dass er da Quicksave macht. Das wäre noch eine Verbesserung. Horizon Zero Dawn Entwickler, wendet euch an mich. Ich kann helfen. Ihr seid nicht alleine. Nummer unten in den Kommentaren. Ja, genau. Ja, egal. Leute, lasst die Bewertung da und ein nettes Kommi. Ich verabschiede mich mit einem Ray und sag ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.